Magie, Hexerei und Selbstermächtigung. Ja, so heißt dieser neue Kanal, der wirklich im Moment noch ganz, ganz, ganz frisch ist, da ich diese Aufnahme aufnehme. Und möglicherweise bist du ja auch einer der allerersten Besucher. Ja, falls das der Fall ist, dann bist du wahrscheinlich über einen Umweg hierher gekommen, nämlich vermutlich über den Satchitananda-Kanal, der ja der Hauptkanal ist, auf dem du von mir immer wieder Beobachtungen und Einschätzungen und Hintergründe zu unterschiedlichen Themen, spirituellen, aber auch weltlichen Themen finden kannst. In den letzten Wochen, in den letzten Monaten habe ich immer wieder auch über Magie gesprochen und habe mir schon des Öfteren überlegt, doch ein bisschen mehr zu diesem Thema zu machen, auch mit ein paar praktischen Hinweisen, die direkt umgesetzt werden können und die geeignet sind, jetzt gerade in dieser Zeit auch das ein oder andere auf energetischen Wege in Bewegung zu bringen, beispielsweise das Thema Schutz, beispielsweise das Thema auch Energie, ganz grundsätzlich im Sinne der Energie, die wir selber verwenden können, im schöpferischen Sinne. Und natürlich auch Themen, die ganz weit in diese grundsätzliche Thematik der Magie, der Hexerei, der Zauberei hineinreichen. Ja, und da das nicht alle interessiert, die auf dem Hauptkanal andere Inhalte erwarten und auch weiterhin erwarten können, habe ich mir überlegt, ein solcher zusätzlicher Kanal, das wäre doch eine nicht nur gute Idee, sondern ja eine schöne Ergänzung, denn hier können wir uns spezifisch mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe es eben schon so angedeutet, ein großer Themenbereich, und ich werde hier natürlich auch über die unterschiedlichen Varianten von Magie sprechen. Wir werden über Magie grundsätzlich sprechen, was man darunter verstehen kann, welche magischen Künste es gibt und was die Hexerei von der typischen Magie unterscheidet, was die Naturmagie ist, was die hohe Magie ist und was das alles mit unserer eigenen Selbstermächtigung zu tun hat und auf welchem Wege wir die Magie verwenden können, um wieder in die eigene Macht zu gelangen bzw. wieder Zugriff zu bekommen auf unsere tatsächliche, jedem Menschen innewohnende Energie und Kraft. Ja, das sind die Grundüberlegungen, die dazu geführt haben, diesen Kanal einzurichten. Und wenn es dich interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Momentan gibt es noch gar keinen Abonnenten, da ich dieses Video aufnehme. Hilf ein bisschen mit, damit sich das ändert. Und ich werde dir schon in Kürze in einem ersten Video ein wenig Einblick in diesen faszinierenden Bereich der Magie geben. Freue mich drauf. Alles Liebe. Namaste und Namaskar.